Mit welchem Zauberspruch tötete Molly Weasley eigentlich Bellatrix Lestrange? Das ist eine sehr gute Frage, oder? Das und mehr jetzt in diesem Video. Mitten im völligen Chaos der Schlacht von Hogwarts gab es viele ikonische Momente, aber einer stach besonders hervor und zeigte eine beeindruckende Szene. Lichtstrahlen flogen in alle Richtungen. Hexen und Zauberer kämpften überall, doch in einem Teil des Schlosses kam es zu einem Showdown, der für eine Person alles veränderte: Molly Weasley. Molly, die fürsorgliche und liebevolle Mutter der Weasley-Familie und Ersatzmutter von Harry Potter, kämpfte gegen eine der gefürchtetsten Hexen der Zaubererwelt, Bellatrix Lestrange. Bellatrix' furchterregender Name und ihr blutrünstiger Ruf waren wohlverdient. Sie war berüchtigt dafür, zahlreiche Hexen und Zauberer, darunter auch die Eltern von Neville Longbottom, ermordet und gefoltert zu haben. Ihre magischen Fähigkeiten waren ziemlich beeindruckend und sie galt als eine der mächtigsten und gleichzeitig gefährlichsten Hexen ihrer Zeit. Sie war auch eine von Voldemorts Lieblingen und mächtigsten Anhängerinnen. Eine furchterregende Hexe aus der Familie Black, einer langen Reihe mächtiger und verdrehter Hexen und Zauberer. Bellatrix war persönlich für die Ermordung von Sirius Black und Nymphedora Tonks verantwortlich, hatte eine Vorliebe für den Cruciatus-Fluch, also den Folterfluch, und verfügte über beträchtliche Kenntnisse in den dunklen Künsten. Zudem war sie eine sehr erfahrene Duellantin, eine Expertin für Zaubersprüche, eine mächtige Ogrumentikerin und eine zähe Kriegerin. Nun mal zu Molly Weasley. Molly war eine mütterliche Figur, bekannt für ihre Liebe und ihre Fähigkeit, die Menschen, die ihr nahe standen, zu hegen und zu pflegen. Es wurde nie behauptet, dass sie außergewöhnliche magische Kräfte besaß, aber sie hatte einen Vorteil. Eine Seite von ihr, die nur ziemlich selten zum Vorschein kam. Diese Schärfe zeigte sich nur, wenn die Menschen, die sie liebte, in Gefahr waren. In der Schlacht von Hogwarts wurde Bellatrix mit dieser Seite von Molly Weasley konfrontiert. Bellatrix kämpfte nämlich zunächst gegen Hermine, Luna und Ginny. Die drei jungen Hexen arbeiteten zusammen und waren Bellatrix ebenbürtig, aber nur zu dritt. Aber als Bellatrix einen tödlichen Fluch ausstieß, der Ginny nur um Haaresbreite verfehlte, musste Molly eingreifen. Schließlich ging es um jemanden, den sie liebte, ihre Tochter. Sie hatte genug. Lasst uns die Szene mal genauer betrachten. "Nicht meine Tochter, du Miststück", schrie Molly. Mrs. Weasley eilte auf Bellatrix zu und schüttelte ihre Arme frei. Bellatrix drehte sich um und lachte vor Freude beim Anblick ihrer neuen Herausforderin. "Aus dem Weg!", rief Mrs. Weasley den drei Mädchen zu. Mit einem Schwung ihres Zauberstabs begann sie das Duell. Bellatrix' Lachen wurde zu einem Knurren. Lichtstrahlen flogen aus beiden Zauberstäben und der Boden unter ihren Füßen wurde heiß und rissig. Beide Frauen kämpften, um zu töten. Das hat man ihnen angesehen. "Was wird mit deinen Kindern geschehen, wenn ich dich getötet habe?", spottete Bellatrix, so wütend wie ihre Meisterin, während Mollys Flüche um sie herumtanzten. "Wenn Maui den gleichen Weg geht wie Freddy, wirst du unsere Kinder nie wieder anfassen", schrie Mrs. Weasley. Bellatrix lachte, das gleiche Lachen, das ihr Cousin Sirius von sich gegeben hatte, als er rückwärts durch den Schleier stürzte. Und plötzlich wusste Harry, was passieren würde, bevor es geschah. Mollys Fluch flog unter Bellatrix ausgestrecktem Arm hindurch und traf sie mitten in die Brust, direkt über ihrem Herzen. Bellatrix hämisches Lachen erstarb, ihre Augen weiteten sich. Für einen winzigen Moment wusste sie, was geschehen war, dann stürzte sie zu Boden. Die zuschauende Menge brüllte und Voldemort schrie. So besiegte Molly Weasley die berüchtigte Hexe Bellatrix Lestrange. Aber was genau führte dazu, dass Bellatrix Lestrange tatsächlich starb? Welchen Fluch hat Molly verwendet und warum explodierte Bellatrix im Film? Wir alle wissen, dass Avada Kedavra ein Tötungsfluch ist und der offensichtlichste Zauber wäre, um jemanden ganz einfach zu töten. Doch der Text deutet nicht darauf hin, dass es dieser Fluch war. In den Büchern wird der Einsatz von Avada Kedavra fast immer als grüner Lichtstrahl beschrieben, was hier allerdings nicht der Fall war. Weiterhin ist Avada Kedavra einer der unverzeihlichen Flüche. Die Anwendung dieser Flüche ist nicht nur strafbar, sondern auch bei normalen Hexen und Zauberern ziemlich verpönt.
Molly hätte den Fluch selbst in dieser Extremsituation nicht leichtfertig benutzt. Daher bin ich sicher, dass Molly Weasley Avada Kedavra nicht verwendet hat, um Bellatrix zu töten. Dennoch hat sie Bellatrix eindeutig getötet. Also wie könnte Molly sie sonst getötet haben? Mit welchem Zauberspruch? Betäubungszauber sind unter Hexen und Zauberern ziemlich beliebt. Es gibt zwei mögliche nicht mörderische Zauberer, die Molly verwendet haben könnte. Der erste ist ein gut platzierter Petrificus Totalus, auch bekannt als Ganzkörper-Klammerfluch, der den Gegner im Wesentlichen einfriert. Ich persönlich denke jedoch, dass es wahrscheinlicher ist, dass sie Stupor verwendet haben könnte. Stupor ist der klassische Betäubungszauber und könnte genau das bewirkt haben, was auch Petrificus Totalus getan hätte: Bellatrix so ziemlich einfrieren und ihr Herz anhalten. Es besteht natürlich jedoch immer die Möglichkeit, dass Molly Weasley einen Zauber verwendet hat, den wir einfach nicht kennen. Im Harry Potter-Universum gibt es wahrscheinlich Hunderttausende von Zaubersprüchen, von denen nur ein Bruchteil bekannt ist. Es war ein ziemlich mächtiger Zauber, den Molly verwendet hat, sonst hätte sie Bellatrix nicht einfrieren und in die Luft jagen können. In den Büchern, wo diese Szene ausführlicher beschrieben wird als im Film, wissen wir, dass Molly zwei Zauber verwendet hat. Einen weißen Zauber, der Petrificus Totalus oder Stupor gewesen sein könnte, und einen roten Zauber, um Bellatrix in die Luft zu jagen, der Bombarda oder Reductio gewesen sein könnte. Was wir allerdings über Molly Weasley wissen müssen, ist, dass sie, bevor sie die fürsorgliche Mutter wurde, Molly Pravett war, eine Hexe aus einer langen Linie mächtiger Zauberer. Es wäre also nicht überraschend, wenn Molly viel mehr mächtige Magie kennt, als man auf den ersten Blick sieht. Nur weil sie bescheiden ist, bedeutet das nicht, dass sie nicht über beträchtliche magische Fähigkeiten verfügt. Letztendlich hat Molly Weasley Bellatrix Lestrange besiegt, und damit hat Bellatrix garantiert nicht gerechnet. Was wir allerdings mit Garantie wissen, ist, dass Avada Kedavra nicht von ihr verwendet wurde. Denn es wurden zwei Zaubersprüche verwendet, um Bellatrix Lestrange auszuschalten. Ein Einfrierzauber und ein Zauber, um sie letztendlich platzen zu lassen. Also war es mit Sicherheit Stupor oder Petrificus Totalus und dann Bombarda oder Reductio. Und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo von dir freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.